Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hof Bergmann im LS19. Ich mache jetzt gleich hier mit euch nahtlos weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar habe ich ja gesagt, wir wollen Mischfutterballen pressen, deswegen habe ich hier auch den Anhänger schon voll gemacht. Presse ist gekauft. Das Blaubällchen, ja, Sniff ist bestanden. Ach gut, das habe ich euch... Wo sind denn die noch drauf? Das habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Franz war ja so lieb und hat die Co-Moderatoren mit eingebaut. Kann man es erkennen? Ich hoffe doch. So, jetzt fahren wir schnell rüber. Da haben wir ja unseren kleinen Presskorridor. So, ich hoffe, ich kriege das auch so hin, wie das alles so geplant ist, ja. Ihr wisst ja, mit mir ist mir nie vor einem Passier sicher. Holen wir den Rest auch noch gleich. Ui. Ich glaube, es war wieder ein bisschen zu wild. Habe ich schon mal gesagt, dass ich sehr froh bin, dass wir hier keinen Verkehr haben. Ich weiß, viele sehen das anders, weil sie sagen, das ist dann irgendwie so ein Geisterort. Aber wir sind hier so quasi ein Aussiedlerhof und wir sind froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Jawohl, so ist es nämlich. Oh! Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Ach, das ist ja leer. Das ist ja leer. Mehr? Es ist nicht leer. Was rede ich denn da? Ist gar nicht leer. Stehen jetzt richtig drunter. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir es leer gemacht haben. Eben, seht ihr? Stimmt ja nicht. Aber jetzt doch. Ja, jetzt machen wir doch nicht richtig drunter. Müssen wir nochmal fahren. Ich sehe es kommen. Ha ja. Hier 3300 Liter und ein paar zerquetschte. Ist ja wurscht. Ich muss auch hier nochmal sagen, also es freut mich echt wahnsinnig, dass jetzt hier mein Let's Play-Reihe bei euch wieder so gut ankommt. Ich habe mir gedacht, ich mache die Zeit, wo die Videos veröffentlicht werden, auf 5. Ich glaube, sonst war es ja immer um 6, gell? Aber ich glaube, 6 ist halt für viele schon ein bisschen spät. Das ist auch so nett, wenn ich mir vorstelle, dass das bei euch läuft. Das haben mir so viel jetzt erzählt. Ihr guckt euch das gleich in der Früh an, irgendwie so zum, ja, so nebenher, neben Frühstück oder was mache ich denn? Nicht einlagern geht doch gar nicht. Ja, zum Morgenkaffee und so. Also das finde ich echt toll. Das gefreut mich. Das gefreut mich ganz sakrisch. Muss aufpassen, dass ich das hier nicht zu hoch mache. So, jetzt holen wir aber auch noch schnell den Rest. Haltet durch, wir haben es gleich geschafft. 3300 irgendwas Liter sind es noch. Hoppla. Irgendwann mache ich um die Kurve rum mal was kaputt. Ich sehe das schon kommen. Also auf Dauer hält das, glaube ich, keine Maschine aus. Da schon wieder. Oh.
Ich probiere es nochmal. So wie gerade eben. Ne, das ist glaube ich zu weit weg. Jetzt habe ich selber gesehen. Ich bin nur wirklich zu weit weg damit, ja. So. Kann man das eigentlich... Ne, das gibt es ja nicht mehr wie im 17er. Das automatische Überladen, dass man da umstellen kann von manuell auf automatisch. Das war super. Könnt ihr euch daran erinnern? Ha? Man muss einmal nur umstellen und dann einfach nur drunter fahren und konnte das Zeug entnehmen. Das war toll. Also da waren wir schon um einiges fauler, gell? Also wir konnten um einiges fauler sein im 17er. Da hat man ja auch diesen sehr praktischen Türöffner. Diese Fernbedienung, das war auch super. Gut, manchmal hat es mich zwischen Tür und Angel eingeklemmt. Aber im Großen und Ganzen waren das schon tolle Sachen. Halt, was will ich denn da immer eingeben? Ha Gott, Margot, ich glaube, wir fahren es erst einmal platt. Und dann können wir den Rest jetzt so oben drauf hauen. So, aber jetzt. Los geht's. Ja, wunderbar. Jetzt wollte ich sagen, den lasse ich da, weil hier haben wir auch noch einen Unterstand. Aber den brauche ich zu oft. Was haut's Blaubärchen eigentlich so viel Sprit raus? Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, ich muss auch den Anhänger mal reparieren. Wieso habe ich denn das vorher nicht gemacht? 13 Euro. Seht ihr? Was sage ich immer? Hä? Oh, das ist nicht weggegangen. Wieso nicht? Ich habe gedacht, das wird überlackiert. Das sieht nicht schön aus. Was war denn dann kaputt? 13 Euro. Für nichts? Abzocke ist es. Abzocke, ich sag's euch. Dann stellen wir den halt wieder da rein. Ja, ja, die nehmen es von den Lebenden. Merkt euch meine Worte. Ja, mit dem Blaubällchen fürs Blaubärchen. Also wenn das keine schöne Farbkombi ist, dann weiß ich auch nicht. Hoffentlich funktioniert sie noch. So. Halt, mach du nicht so Sauerei. Oh Gott, da werde ich noch oft drüber fahren müssen. Heimatland. Mist. Wo ist der Teleskoplader?
Wir brauchen da. Wir brauchen mehr Pikerchen. Wieso habe ich den eigentlich da reingestellt? Ich hätte den gleich rüberstellen können. Was soll's? So, einer wird gleich verfüttert. Ich glaube zwar auch nicht, dass die den komplett fressen. Das ist ja viel zu viel, 4000 Liter. Und die sind bloß zu zweit. Komme ich da jetzt eigentlich von hier aus dran? Ich muss mal probieren. Ja, wieso nicht? Sonst fällt er halt in Weide rein. Da kommen wir ja trotzdem dran. So. Na? Mist. Es reicht nicht ganz. Naja, gut, was heißt nicht ganz? Wir sind schon ein Eck davon weg. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte den von hier aus, könnte ich den da reinschmeißen. Halt, oh, oh, oh. Jetzt sind wir noch am Elektrozaun hängen geblieben. Das mit den Weidezaunbatterien, das war auch klasse. Oh, Jesus. Ja, war klar. Naja, wenn er selber nicht aufgebraucht wird, dann muss man halt ab und zu hin und ein wenig rütteln. Also den im Trigger bewegen. Und dann wird der auch wieder angenommen. Naja. Oder die Kühe verteilen, ist wahrscheinlich. Von den Ballen wird jetzt mehr versaut werden als gefressen. Eigentlich könnte man die doch hier. Machen wir die doch da rein, ha? Da kriegen wir sie ja gut wieder raus. Ist ein bisschen blöd mit dem Einlagern, weil wir sie so schön hinstellen können, aber ist ja. Ist egal. Oh. Das war so nicht beabsichtigt. Achso, ja, wir sollten vielleicht auch wieder Ballen pressen, gell? Aber ich glaube, da mache ich schnell die Presse aus und fahre wieder zurück. Ja, jetzt verteilen wir das natürlich wieder. Obwohl, ob das jetzt so. Ob das jetzt schlecht ist, das ist. Halt, der Pickup muss schon unten bleiben. So. Wieso nimmt denn die Fetzerle nicht? Das ist ein wenig blöd jetzt.
Dann machen wir es halt so. Aber nicht schlecht, dass sie ja rückwärts sammelt. Aber irgendwie nicht so gut. Suboptimal. Ich krieg den ganz schlecht vom Rand weg. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, das liegt am Einzug von der Presse. Den müssen wir vielleicht vergrößern. Wo hänge ich denn jetzt? Hä? Okay, das am Rand nimmt er gar nicht. Ja, das ist ja auch blöd. Das ist nix. Sehen wir mal den Ballen da raus. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen Pressen ist, aber ich meine, wir hatten doch das mal mit einer Quaderballenpresse gemacht. Also ich war eigentlich auch der Meinung, dass Andi das hier eingestellt gehabt hat, dass man hier den Schwad nicht bis Ultimo breit fahren kann. Ach, Quatsch. Also das gefällt mir noch nicht so, die Geschichte da drinnen. Ich glaube, da machen wir das nächste Mal doch einfach wieder bloß einen Haufen, wo man da mit der Presse ringsrum gondelt. Braucht man bloß einen relativ großen Schlepper, dann geht's schon. Jetzt gucken wir mal, wenn ich den Rand da rechts jetzt auch nicht wegkriege, dann miete ich spaßeshalber mal eine andere. Also eine andere Presse. Hektar angeblich, aber ich weiß nicht. Nein, also ich glaube, da haben wir schlechte Karten, das erwischt die nicht. Schade. Das ist blöd. Oder ich schaufel es wieder raus. Das ist, glaube ich, die billigere Variante. Dann probieren wir es halt das nächste Mal mit einer anderen Presse. Sehr blöd. Ist wieder umständlich. Aber gut, hilft nichts. Jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt will ich das Zeug da auch wieder draußen haben. Also, Schaufel holen. Ärmel hochkrempeln. Oh, jetzt vergeht die Zeit. Jetzt wird's, brauchen wir bald ein Licht. Viertel acht ist schon. Ich mache da immer nur rum. Eigentlich sollte ich schon längst Feierabend haben. Also raus mit dem Zeugsel.
Oh, was ist denn das wieder? Ach, bitteschön, sammel's doch. Wieso geht's denn jetzt mit der Schaufel auch nicht raus? Hat sich's jetzt in die Wand reinpackt? Nee. Jetzt hab ich's. Das wär's jetzt noch gewesen. Hätte ich doch das Bescheißerchen kaufen müssen. Irgendwann kommen wir nicht drum rum, ich sag's euch. Aber wieso nimmt der jetzt das nicht? Das ist doch genau die gleiche. Jetzt. Genau die gleiche Höhe war das. Ich habe die Schaufel nicht mehr verstellt. Nee, also ich glaube, das bin. Nicht rausschmeißen! Das benutze ich nicht mehr. Das macht ja mehr Arbeit, als das es bringt. Zeitersparnis ist es keine. Nee, nee. Dann lieber einen Haufen machen und so mit der Presse dran fahren und fertig. Oder ich hätte es mir natürlich auch einfacher machen können und die Kühe einfach in den Stall stellen, weil da müssen keine Ballen rein, da wird natürlich auch loses Mischfutter angenommen. Ob wir das hier wegbringen? Wahrscheinlich nicht. Oha, ich habe auch noch wahnsinnig überzogen, sehe ich jetzt gerade vor lauter. Mist, Mist. Gut, ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich erlöse euch jetzt von dem hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.